herzlichst. Sie wünschen, wir spielen. Wird Ihnen präsentiert von Costa Kreuzfahrten. Und dem Hotel Mariandl zum singenden Wirt. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hallo, grüß Gott und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herzlichst. Sie wünschen, wir spielen. Und haben Sie schon erkannt, wo wir heute für Sie unterwegs sind? Im wunderschönen Berchtesgadener Land. Und mit Berchtesgaden und fünf Gemeinden rundherum, mit dem Ruperti-Winkel dazu, ist es förmlich das Paradies für jährlich weit über 2 Millionen Besucher. Und ich muss sagen, darum sind wir heute mit Ihnen dazu Gast, diese Gegend ein bisschen näher vorzustellen. Ich habe ein bisschen Musik eingepackt und hinter uns wartet auch noch einer, den kennst du ganz gut. Ja, wenn man da ist, muss man unbedingt einen Blick darauf werfen, nämlich der Watzmann, der höchste innerdeutsche Gipfel mit 2713 Metern. Bekannt dafür, dass die ganze Familie da ist, nämlich daneben seine Frau und seine 7 Kinder, auch wenn man nur 5 Gipfel davon sieht. Und weißt du, warum die versteinert sind? Keine Ahnung. Weil sie nicht brav waren. Gott sei Dank haben wir kein Glück, wir beide sind immer brav. Sie natürlich auch zu Hause und drum werden sie es belohnt mit einer schönen Zeit mit uns. Packen wir es, Romy, auf geht's mit Musik. Viel Spaß. Jung und frei. Na, 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 na. Wunderkerzen
Christian, jetzt sind wir mittendrin eingetaucht ins Berchtesgadener Land hier im schönen Kurgarten und ich freue mich jetzt, dass ich eine Fachfrau an die Seite gestellt gekriegt habe. Theresa, erst einmal hallo, grüß dich. Hallo, grüß euch. Ja, Berchtesgadener Land, ein großer Begriff. Man kennt ihn zwar, er ist in aller Munde, aber da gehört so vieles dazu, dass einfach, glaube ich, jeder mal besuchen möchte in seinem Leben. Vielleicht kannst du das uns mal erklären, wie sich denn das Berchtesgadener Land zusammensetzt. Ja, ich glaube, unser wichtigstes Ausflugsziel ist einfach der Nationalpark Berchtesgaden mit dem Motto Natur, Natur sein lassen. Und es ist uns auch ganz wichtig, dass im Berchtesgaden alles so ursprünglich ist. Aber natürlich haben wir nicht nur Natur zu bieten. Wir haben eine Reihe an wirklich schönen Sehenswürdigkeiten bei uns, wie das Salzbergwerk mit alter Tradition, das Kehlsteinhaus. Es ist auch von der Natur her noch ganz viel zu bieten. Wir haben viele Bergseen und natürlich die Kultur, der Brauchtum wird bei uns halt auch noch richtig gelebt. Aber ich glaube, auch Tourismus ist willkommen, auch wenn das alles auf einer sehr natürlichen Weise, glaube ich, gehalten wird. Man möchte jetzt nicht der Natur zu viel wegnehmen. Wann ist so die beste Zeit, um das Berchtesgadener Land zu besuchen? Also für mich persönlich, die schönste Zeit im Berchtesgaden ist immer der Advent, weil es halt einfach so kulturell ist, nur so ursprünglich vom Brauchtum einfach auch. Aber so zum Wandern war jetzt die beste Zeit eigentlich der Herbst. Mhm. Also ist ja perfekt, wenn Sie noch nichts geplant haben, in den nächsten Monaten unbedingt vorbeischauen. Berchtesgadener Land, vielleicht können wir es aber nur mal ein bisschen geografisch verorten. Ihr habt die Nähe zu Österreich. Was ist sonst noch so umliegend? Also natürlich ist in 30 Minuten mit dem Auto ist man in Salzburg, auch der Flughafen ist eben in der Nähe. Wenn man jetzt weiter nach oben geht, sage ich jetzt einmal von Deutschland, kommt relativ schnell der Chiemsee oder auch die Stadtbad Reichenhallen oder dazwischen, wo es sehr schön ist zum Anschauen. Jetzt hat aber trotz alledem Berchtesgaden schon so ein bisschen einen dörflichen Charakter. Wie viele Einwohner habt ihr? Also in den 5 Gemeinden, die wir eben auch mitbetreuen, haben wir 24.000 Einwohner. Also eine recht schöne Größe, sage ich mal, gell? Um sich, glaube ich, auch noch ja, wohlzufühlen. Da kennt man noch so ein bisschen jeden. Wo bist aber du dann immer am liebsten? Was sind so die geheimen Plätze hier im Berchtesgaden? Wo muss man unbedingt hingehen, wenn man durchschlendert? Es gibt sehr, sehr viel, was man anschauen kann bei uns. Es gibt auch Orte, wo man einfach nur allein ist. Vor allem halt einmal abends oder so zum Beispiel zum Empfehlen ist die Wanderung auf den Brandkopf. Mhm. Hat man einen schönen Blick auf den Königssee, ist man relativ schnell oben. Also vom Gasthof Vorderbrand geht man nur 15, 20 Minuten hoch. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein kleiner Geheimtipp noch. Ja, und hinter uns ist einer, der, glaube ich, sehr bekannt und sehr beliebt, oder? Was sehen wir im Hintergrund für einen Berg? Genau, das ist der Watzmann, der uns einfach auch ausmacht. Ich glaube, das ist so vom Berchtesgaden der bekannteste Berg. Und ja, gibt viele Möglichkeiten, den zu besteigen. Und ich glaube, die bekannteste Tour ist zum Watzmannhaus selber hoch. Mhm. Also wir reden gleich noch weiter, denn es gibt noch viel zu erzählen rund um diese schöne Region. Ich würde sagen, bis es soweit ist, hören wir jetzt erstmal Musik für Sie. Allein in den Berg hinauf, plötzlich riss der Himmel auf und die Sonne strahlte hell und wunderschön. Das Gipfelkreuz war schon zu sehen, nur noch ein paar Schritte gehen und mein Ziel war schon zum Greifen da. Da sah ich dich dann stehen, dein Lächeln unbegreiflich schön, unsere Blicke trafen sich zum ersten Mal. So ein Kribbel in mein Bauch und mein Herz, es pochte laut. Es war Liebe auf den allerersten Blick. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, sie hat mir den Kopf verdreht. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, die mir zeigt, wie Liebe geht. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, sie hat mir den Kopf verdreht. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, die mir zeigt, wie Liebe geht. Und am Abend auf der Alm, wir beide waren ganz allein. Nur der Mond lachte uns vom Himmel zu. Die Sterne hell, der Himmel klar, alle
es war so wunderbar. Der Rotwein tat seinen Rest dazu. Nach dem ersten Rendezvous, es war um uns geschehen. Wir werden den Rest des Lebens gemeinsam gehen. Heute sind wir zwei ein Paar, ja, das ist uns seitdem klar. Komm, lass uns nochmal zum Gipfel gehen. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, sie hat mir den Kopf verdreht. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, die mir zeigt, wie Liebe geht. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, sie hat mir den Kopf verdreht. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, die mir zeigt, wie Liebe geht. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, sie hat mir den Kopf verdreht. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, die mir zeigt, wie Liebe geht. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, sie hat mir den Kopf verdreht. Es war die Sarah und nicht die Clara. Es war die Sarah, die mir zeigt, wie Liebe geht. Also nett ist es ja schon, aber ich dachte, Königssee wäre unser Ziel. Ich weiß, der Königssee, jeder kennt den Königssee. Mhm. Das Echo vom Königssee, St. Bartholomä, die Fischer, natürlich auch die Winterrodelbahn ist ja da daheim. Aber ich habe mir gedacht, ich will es ein bisschen romantisch mit dir, weißt schon? Und es ist doch so schön eingebettet hier in den Bergen, der wirklich berühmte Hintersee. Jetzt können wir dann ein bisschen durch den schönen Zauberwald marschieren. Sagt dir der Hintersee gar nichts? Nein, ein bisschen was sagt er mir schon. Vor allem glasklares Wasser, das ist unglaublich schön und es gehört auch schon zum Gemeindebereich von Ramsau, ist also an den Nationalpark angeschlossen. Und das Schöne ist beim Zauberwald, das ist ein ganz naturbelassener Wald, ein sogenanntes Geotop, wo man ganz viele Bergstürztrümmer findet. Und das Ganze macht es eben so munkelig und romantisch, weil man da seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Also ich bin ja gespannt, was uns jetzt bei der Wanderung alles erwartet. Wir werden gleich berichten und bis dahin aber erstmal zauberhafte Musik für Sie. Thank you.
gut angekommen jetzt nach unserer tollen Wanderung durch den Zauberwald. Sind wir im Bergsteigerdorf Ramsau. Hinter uns sicherlich eines der meist gemaltesten und fotografiertesten Gebäude weltweit, nämlich die Pfarrkirche von Ramsau, St. Sebastian. Und da hat sogar der bekannte Textdichter des Liedes Stille Nacht, Heilige Nacht, Josef Mohr, einige Zeit als Hilfspfarrer gearbeitet. Ramsau selbst hat viel zu bieten und ist natürlich in erster Linie bekannt wegen der umliegenden Berge, wie zum Beispiel auch der Watzmann. Und deshalb gibt es vor dem Rathaus auch eine Statue zu sehen vom ersten Besteiger, der sozusagen die Watzmann-Ostwand überquert hat, Johann Grill. Aber auch ansonsten ist die Bergführerdichte unglaublich hoch. Es ist ein schönes Dörfchen, das sehr langgezogen ist mit vielen unterschiedlichen Höhenmetern. Und man kann auch sagen, Ramsau legt sehr großen Wert auf eine naturverträgliche Almwirtschaft. Also hier will man wirklich noch der Natur den Raum geben und nicht der Tourismus sozusagen soll da die Überhand bekommen. Darum ist alles sehr, sehr im Einklang. Und für mich ist es auch so ein bisschen die zweite Heimat, denn wir waren hier von 1979 fast 25 Jahre daheim in Ramsau. Da haben wir unser zweites Hotel gehabt, nämlich den Gasthof Unterwirt. War eine tolle Zeit, eine schöne Zeit. Und immer wieder zieht es mich hierher, weil hier auch ein bisschen die Wurzeln unserer Familie sind. Ja, das merke ich schon, dass du schon auch hier ein bisschen zu Hause bist und eine kleine zweite Heimat hast. Und doch ein guter Reiseleiter, oder? Ja, sagst du einmal. So ist es. Der perfekte Reiseleiter für uns. Und bei der Musik bin ich auch wieder mit dabei. Da kann ich mal kurz die Leitung übernehmen. Viel Spaß mit unserem nächsten Künstler. Alles kommt ganz anders als gedacht. Und jedes Mal denk ich, mich trifft der Schlag. Der Schlag. Wir haben uns geschworen, es kommt, was kommen soll. Doch haben wir das beide wirklich so gewollt? Muss ich denn alles jetzt riskieren, um doch am Ende zu verlieren? 10.000 Mal bis zum Himmel und dann wieder zurück. Mal sind wir auf Wolke 7, nur um dann wieder auf den Boden zu liegen. 10.000 Mal bis zum Himmel und dann wieder zurück. Komm, wir nehmen, was wir kriegen. Was ist denn schon dabei? Gemeinsam durch das Leben, bis an den Rand der Zeit. Über Berge und durch Täler, ich bin dazu bereit. Komm, wir fangen jetzt noch einmal ganz von vorne an. 10.000 Mal bis zum Himmel und dann wieder zurück. Mal sind wir auf Wolke 7, nur um dann wieder auf dem Boden zu liegen. 10.000 Mal bis zum Himmel und dann wieder zurück. Komm, wir nehmen, was wir kriegen. Was ist denn schon dabei? Zehntausend Mal bis zum Himmel und dann wieder zurück. Mal sind wir auf Wolke 7, nur um dann wieder auf dem Boden zu liegen. Zehntausend Mal bis zum Himmel und dann wieder zurück. Komm, wir nehmen, was wir kriegen. Was ist denn schon dabei? Ich freue mich heute wirklich wahnsinnig, wieder meinen guten Freund begrüßen zu dürfen. Für mich ein Urgestein der Volksmusik. Und in diesem Jahr, da wird gefeiert, 50 Jahre
Erwin Aschenwald. Erwin, grüß dich erst einmal. Servus. Grüß dich und grüße alle Zuseher und Hörer von Melody TV. Es freut mich, dass ich heute ein bisschen mit dir und mit meinem Sohn plaudern darf. Danke für die Einladung. Von den jungen Mayrhofner ist der Bub mit dabei. Da freuen wir uns natürlich riesig, wenn wir ein bisschen reden miteinander. Aber Erwin, jetzt wollte ich was sagen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn man durch Mayrhofen marschiert, klingt es aus jedem Haus mit Musik. Nur bei den Aschenwald, da klingt es besonders laut. Wie ist denn der Erwin eigentlich zur Musik gekommen? Ja, bei den Aschenwald klingt es besonders laut, weil so viele Hennen. Ich habe 5 Kinder mit derselben Frau und alle musizieren sie und 9 Enkel. Und die musizieren zum Teil noch nicht, aber die können auch singen. Und wenn die streiten oder überhaupt lustig sind, dann klingt es auch wie eine Melodie. Zu deiner Frage zur Musik bin ich eigentlich gekommen. Ich habe so in meinen Kinderjahren auf die Hochzeiten, auf die Kirchtage etc., auf die Bälle, und ich halt die alten Pioniere so gehört, und das hat mich fasziniert. Ich entstamme einer musikalischen Familie. Meine Urahnen haben alle gespielt. Aber dann in den Nachkriegsjahren war was Wichtiges zum Tun, als wir Musik machen. Und ich habe dann den Slavko auswendig gehört und so weiter im Radio, im Wunschkonzert. Und dann war ich natürlich aus die Schuhe gerissen und habe mir gedacht, so, ich wäre ein Musikant. Und wir sind eine Großfamilie, die Familie Aschenwald. Aber ich habe durchgehalten. Die anderen waren auch musikalisch, aber ich habe einfach durchgehalten. Ich wollte das einfach aus innerer Berufung. Und ich denke, wenn ich 50 Jahre zurückblicke, habe ich doch irgendwie richtig gewählt. Und ich muss ja sagen, du hast mit dem Duo mal begonnen, dann war es mit Rio, glaube ich, dann mit der ganzen Familie, wer dich kennt, weiß natürlich, dass du mit der Uschi, mit deiner Frau, schon zusammen gesungen hast, öfter schon sogar, da machst du wieder mal Allianz. Und dazu bist du auch noch ein Wahnsinnskomponist und viele sagen, er ist unser Poet aus dem wunderschönen Mayrhofen. Wie seid ihr zu dem Namen gekommen? Mayrhofen ist ja euer Ort. Ja. Und dann sagt, wir nehmen uns einfach so, wenn wir da herkommen, oder wie ja, war das? Ja, das war einfach naheliegend. Zuerst haben wir Mayrhofener Duo, dann Mayrhofener Trio, und wie wir dann uns vergrößert haben in die Fünferformation, dann kann man nicht mehr Mayrhofener Trio sagen, habe ich gesagt, wir sagen einfach die Mayrhofener. Bei einer Fernsehsendung habe ich das umgesagt, und das ist, glaube ich, wohl das Neuliegendste. Das ist das Gleiche wie bei den Kasselrutter, die heißen auch die Kasselrutter. Und den Namen seiner Heimat in die Welt zu tragen, ist doch was Schönes, kommt mir viel. Also habe ich es halt empfunden, und das sehen wir heute mittlerweile vom Tourismusverband über die Gemeinde, es soll jetzt nicht überheblich klingen, alle sehr dankbar. Und ich freue mich auch. Man muss auch sagen, weil wir einen guten Freund gehabt miteinander, Karl Moik. Ich habe sie wieder die Musikantenstadl bei Melodie TV gesehen, die alten. Und ich muss sagen, da habe ich die gesehen mit einer ganzen Gruppe. Der Karl hat schon viel gemacht für die österreichischen Musiker. Ihr seid eigentlich heute so die Außenminister eurer Regionen, möchte ich fast sagen. Ihr habt viele, viele Urlaubsgäste zu euch heimbringen nach Österreich. Und ich glaube, da kann man dem Karl Moik viel verdanken. Was war denn so ein schönes Erlebnis mit dem Karl und mit dir so? Ja, eigentlich in Dubai. Nicht? Ich war mit ihm, zuerst hat er mich lange eigentlich nicht in die Sendung eingeladen. Und auf einmal waren wir in Ostdeutschland bei einer Fernsehsendung, dort bei Achim Sipparade. Und da waren wir ein paar ohne Fans eingeladen zum Mittagessen, zum Grillen. Und wir hocken da, und das war genau an meinem Geburtstag, am 25.08. Und auf kommt Telefon da beim Mittagessen. Ja, wer ist da? Ja, der Karl. Sag ich, was für ein Karl? Ja, der Moik. Kennst du mich nicht? Ja, freilich kenne ich dich. Du, ich muss dir gratulieren, sagt er. Da sag ich, ja, danke, wieso weißt du, dass ich Geburtstag habe? Ach so, Geburtstag hast du auch noch, heute gratuliere ich dir noch einmal. Aber ich wollte eigentlich für die CD die Musikanten aus dem Zillertal gratulieren und gleichzeitig am 10. September in der Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart einladen. Aber eins sage ich dir gleich, vorher bist du mit deinem Lied in keiner Sendung. Gell? Und das hat dann hingehauen, und dann haben wir halt, wo ich auch das Öftere mit ihm auf der Nähe, bei der Musikantenstadl-Tournee, und dann sagt er einmal eines schönen Abends bei einem Glas Wein, er hat mich einmal auf ein Glas Wein eingeladen. Hat er gesagt, Aschenwald, siehst du, bist du auch immer so gescheit, schreib ein Lied über Dubai.
Und das habe ich relativ schnell gehabt und auf das hat sich halt so entwickelt, dass wir letztendlich da mit zum Musikantenstadl fahren haben können nach Dubai. Das war ja ein schönes Erlebnis. Ich kann nicht alle aufzählen, weil ich war in der ganzen Welt umeinander, schon als junger Harmonikaspieler, als Virtuose in alle Kontinente. Aber in musikalischer Hinsicht war das sicher ein einschneidendes Erlebnis. Das ist ein Glück, das kann man, da kannst du nur so gut spielen. Das muss irgendwie alles zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz und so weiter. Na, aber schön das. War Dubai für dich der weiteste Auftritt, wo du von daheim weg warst? Oder? Südafrika, Kapstadt, der ganze lateinamerikanische Kontinent von der Karibik, Mexiko, oben bis Sao Paulo mit der österreichischen Fremdenverkehrswerbung. Da waren Messen, da waren Workshops etc. Bei den Kongressen waren ein Café Wien zum Beispiel in Nairobi und über den ganzen Kontinent auch, also von Caracas über Kolumbien, Ecuador, Chile, Peru, Chile, Argentinien. Und da bin ich mehr heim. Erwin, ich muss dir sagen, wer dich kennt, der weiß, dass du Gemütlichkeit liebst. Bist auch sehr christlich, kann man auch mit dazu sagen. Hört man immer wieder aus deinen Liedern raus. Aber ich habe so schöne Erlebnisse mit dir, wo wir mit zusammengesessen haben, wo wir Brotzeit gemacht haben und so, wo du ein bisschen aus deinem Leben erzählst und warst du mit deiner Familie da und habt alle schön gesungen miteinander. Also wirklich unvergesslich. Und man muss ja eins sagen, jetzt können wir ein bisschen aus dem Nähkettchen plaudern. Nächstes Jahr wirst du 70. Und du bist immer noch so jung und fit und so voller Elan und dynamisch. Musik ist sicherlich ein Geheimrezept, aber viele wollen natürlich auch wissen, was macht der Erwin zu seinem 70. Geburtstag? Feiert er da gescheit oder lieber im Engen der Familie? Das lasse ich mal herankommen. Also ich schaue, dass ich gesund bleibe. Aber eins muss ich sagen, weil du sagst, Musik hält gesund. Das muss ich eingestehen. Ich tue jeden Tag musizieren. Ich habe vor 4 Jahren mir ein Cello gekauft und haben wir da eine Lehrerin genommen, nur für mich ein Cello. Und da spiele ich mittlerweile so leichtere Sachen von Bach schon und so weiter. Aber die Harmonika und die Geige nehme ich jeden Tag in die Hand. Und ich muss wirklich sagen, das ist das Kuschmäh. Wenn ich das nicht tue, dann fehlt mir irgendwas. Und wenn es gerade eine Stunde ist, alles zusammen, dann bin ich irgendwie ein anderer Mensch. Ich fühle mich einfach entschlackt und einfach ruhig. Das kann ich sogar nachverstehen, weil wenn ich bei mir im Hotel einen ganzen Tag unter Sturm stehe und gehe nachts dann auf die Bühne und singe mit 2-3 Stunden durch, dann schwitze ich mir den ganzen Regen, mein Hemd. Dann singe ich mir noch musizieren, dann heiß Hemd und denke mir, jetzt ist das ganze Gift weg, jetzt mache ich ein Glas Wein und dann geht es mir wieder gut. Aber weil die Musik natürlich so gut tut und das wissen wir mit rein, liebe Zuschauer, jetzt sind Sie hier, die Mai Hofner. Viel Spaß. Vergelt's Gott tausendmal. Schön ist die Welt, groß ist der Trick, wenn die Musik spielt. Cecilia hat's mir gut gemeint und mich mit der Musik vereint. Wieder am Musik.
so alt, wie man sich fühlt. Schön ist die Welt, groß ist das Glück, wenn die Musik spielt. Cecilia hat's mir gut gemeint und mich mit der Musik vereint. Vergelt's Gott. Einfach zünftig, einfach schön, diese Musik von guten Freunden aus dem schönen Zillertal. Und Erwin, jetzt wollte ich was sagen, wer dich natürlich kennt, weiß ja auch, dass du schon für viele Größen tolle Lieder geschrieben hast. Ob für die Zellbergbuben, für Marc Pircher oder auch einen tollen Hit geschrieben mit dieser Maus. Was war denn da eigentlich los? Weißt du, was ich meine? Du musst schon Hansi hinter sich, oder? Nein, diese kleine Maus von die. Ah, das war ja ein ganz ein neues Stück. Ich habe mit dem alten Slauko Ausernick noch ehrenvoll zusammengearbeitet. Der hat mir ein paar Melodien gegeben und die hat auch Texte geschrieben. Wir haben ein paar Mal schon in Begunia in seinem Elternhaus gespielt. Und da habe ich natürlich auch den Sascho als kleinen Burm, ich war Karl Lanzmeier damals, kennengelernt. Und der hat sich einfach gewaltig entwickelt. Und da habe ich ein paar Lieder schon vor die letzten Jahre geschrieben für sie. Und heuer haben sie mir eine Melodie geschickt, die eben auf Slowenisch gesungen war. Und ich kann nicht Slowenisch, aber meine Tochter, die Jüngste, die ist Magister, die kann Slowenisch, weil sie einen slowenischen Freund gehabt hat, eine Zeit lang. Und jetzt schicken wir die Melodie und auf slowenischer Text. Und er hat aber nicht gesagt, wie es heißen soll, wie der Text heißen soll, was Lustiges. Und dann habe ich mich drum gemacht und es ist ein bisschen anders, glaube ich, die Klassiker von Slauko im Rhythmus, mhm. Aber wunderschön. Und ich habe mich da gleich mit dem Herz hineingefühlt und dann ist mir eingefallen, hallo kleine Maus. Und die Pointe von der Geschichte ist ja das, dass der Kater normal die Maus ja tötet. Und jetzt lädt er die Maus zur Hochzeit ein und dann passt es wieder, kann man sagen, ich hab dich zum Fressen gern. Hallo kleine Maus, komm mit mir nach Haus. Ein Stück nach Haus und dann machen wir Hochzeit. Einfach Wahnsinn. Und das ist das schöne Beiche in der Familie, ist ja die Musik zu Hause. Erwin, jetzt bist du auch mit dabei. Du bist jetzt halt eigentlich so in der nächsten Generation schon, die junge Mayhofner. Ihr habt es früher ein bisschen anders geheißen? Ja, genau richtig. Ja. Wir haben 2016, also neben den Mayhofnern, ein Trio gegründet, das heißt Hollerwachs. Also ich spiele auch schon seit 25 Jahren mit meinem Vater, mit meinem Papa. Und war da auch überall dabei in Dubai und auf große Feste und Open Airs und etc. etc. Und habe da natürlich sehr viel lernen dürfen. Diese ganze Zeit über musikalisch, menschlich und viele Leute kennenlernen dürfen aus dem Medium Radio, Fernsehen etc. Und der Bruder, der Michel, mein Bruder, der ist bei den Mayhofner Schlagzeuger, spielt auch E-Bass und sagt zu mir vor 7 Jahren circa, wir könnten neben die Mayhofner so eine Band machen, ein bisschen moderner, weil das ist bei uns in der Gegend ab und zu gefragt auf gewisse Feste. Da braucht es ein bisschen Rock, Pop, Musik, solche Klänge. Was hat der Vater dazu gesagt? Hat er gesagt, ja, seid ihr jetzt verrückt, modern möchtet ihr werden, bleibt bei dem alten Stil? Oder hat er gesagt, macht's, was wollt's? Nennt sich einen Kopf selber ein, oder ja, wie war's? Er hat gesagt, ja, versuch's das, er hat nichts dagegen. Irgendwann kommen wir sowieso wieder zu den Wurzeln zurück. Und er hat genau recht gehabt. Aber das ist auch ganz gut gegangen und wo sehr gefragt. Da haben wir auch die Schwester dabei gehabt, die Maria. Und dann haben
ein Trio gemacht, in der Zeit eben, wo wir so mit dem Meierhofner jetzt nicht so viele Auftritte gehabt haben, oft über den Winter ab und zu, und haben da das Trio Hollerwachs geheißen und haben da auch zwei CDs gemacht. Und jetzt ist das über die Jahre so herangereift, weil natürlich die Leute und das Publikum, die uns kennen, vergleichen uns natürlich immer mit dem Papa. Erstens, weil wir ein Teil von den Meierhofner sind, und zweitens, du kannst nicht irgendwas komplett neu erfinden, und das Publikum erwartet auch gewissermaßen gewisse Stücke, gewisse Klassiker von Papa, wie den Sonntagsjodler, Horuk, Scheibidei etc. Und das haben wir natürlich immer gespielt, auch die ganzen Jahre, aber halt auch moderne Sachen für die jungen Leute ein bisschen, man muss ja mit der Zeit gehen. Und haben so überlegt eben die letzten Jahre, und jetzt haben wir zu dem Entschluss gekommen, wir heißen jetzt einmal die jungen Meierhofner. So wie der Sascha Ausenig das Erbe seines Großvaters weiterträgt, werden wir das von unserem Vater weitertragen. Nicht nur das Geschäft deswegen, sondern auch von da. Wir haben ja das auch gemeinsam erlebt und wir spielen ja auch noch nach wie vor immer. Und deshalb die Entscheidung, die jungen Meierhofner. Ich finde eine tolle Geschichte. Erwin, jetzt muss ich mir ehrlich was fragen. Wenn man 50 Jahre Musik macht, so wie du, man wird jetzt an 70, du hast eigentlich alles erlebt, du warst auf der ganzen Welt unterwegs, wird man dann eigentlich müde oder sagt man, ah, jetzt mag ich lieber ein bisschen daheim bleiben, lieber bei der Frau bleiben, oder bist du immer noch der, der sagt, jetzt mag ich wieder aussehen, mag meine Lieder wieder präsentieren, ja, bei den Gästen oder bei den Leuten? Wie ist das so? Ja, nein, ich bin nach wie vor gern, also mit Leib und Seele unterwegs, und ich muss sagen, wenn ich jetzt eine Zeit lang nicht spielen, dann fühle ich mich eigentlich müder, weil man sagt ja, wer rastet, der rostet. Und wenn ich unterwegs bin und dass ein Abend gut gelungen ist und dass die Leute zufrieden waren und dass wir gut gespielt haben, dass es halt ein bisschen harmonisch angegangen ist, dann bin ich am nächsten Tag ein anderer Mensch. Und ich wäre, wenn die jungen Meierhofner, wenn ich einmal nicht mehr auftrete, das wird sicher kommen, wie bei jedem, aber solange es geht, werde ich auch ab und zu mit den jungen Meierhofner mitfahren, wenn sie mich mitfahren lassen und auf so ein paar Einladungen machen und so weiter. Aber ich denke schon, es ist nicht nur in der Musik so, es ist anderweitig auch so. Wenn du das ein ganzes Leben lang tust, dann ist das Aufhören eigentlich auch das Schwierigere, wie das Anfangen. Aber ich lasse das also langsam alles an mich herankommen und trete ein bisschen kürzer da und da. Und wir haben ja bei den Bühnenauftritten machen die jungen Meierhofner fast die Hälfte vom Programm. Und so mit habe ich es nicht mehr so anstrengend. Aber solange ich gesund bin und dass mir das gefällt und dass mir das von der Hand geht und dass die Leute das mögen, möchte ich es gerne machen. Wenn der Herrgott so will, nicht? Ich muss ja sagen, wer deine Texte auch ein bisschen kennt, Erwin, du hast sehr wertvolle Texte, weil die vom Herzen rauskommen. Jetzt muss ich mit dir persönlich noch eine Frage stellen. Wenn man mehr älter wird, schreibt man dann andere Texte, wie wo du früher jung warst? Oder ja, das glaube ich schon. Man wird ja reifer und man wird vielleicht ein bisschen tiefsinniger und sieht gewisse Sachen anders. Man kann sich auch vielleicht dort und da ein bisschen reifer ausdrücken, aber das ist eigentlich der Lauf des Lebens. Ich glaube, dass man mit 25, 30, 40, da ist einmal Stimmung und Party und Scheibidei und so weiter und ho, ruck und so weiter. Aber ich war immer schon ein vielfältiger Empfinder. Ich möchte mich nicht als Komponist bezeichnen, ein vielfältiger Empfinder. Ich habe Lieder geschrieben über den Jinkle-Junkle-Boy, über Tränen der Erinnerung, und um es hieß, hat der Andi Bodnis einmal zu mir gesagt: Erwin, du bist nicht einschätzbar. Wenn ich die Kasselrutter höre, dann habe ich die Kasselrutter gehört. Aber du singst auf der einen Seite Tränen der Erinnerung, auf der einen Seite den Kuhdutenmasseur, und dann kommt noch Scheibidei und dann der Sonntagsjodler. Das sind ja Quantensprünge, musikalische. Und ich gesagt, ja, für die Vielseitigkeit braucht sich keiner zu schämen. Eine Frage, die jetzt mit der Musik nichts zu tun hat, aber es mich persönlich jetzt so interessieren. Du stammst ja aus einer Jägerfamilie, habe ich mal gelesen. Jawohl. Ihr seid im Sommer, glaube ich, sogar in ein Jagdhaus überzogen. Ja, wir haben 107 Mal übersiedelt. Mein Vater hat... Wie viel seid ihr übersiedelt? 107 Mal. Das halbe Jahr waren wir in Meierhofen und das halbe Jahr im Stilubtal, im Hochtal, Stilubtal. Und da hat mein Vater mit der Mutter des Jagdhauses betreut, damals vor die Mannesmann. Und stell dir vor, jetzt wird mir
zu meinem 50-jährigen Bühnenjubiläum eine große Ehre zuteil. Der Tourismusverband Meierhofen hat einen Wanderweg gebaut, abseits von der Straße, weil da sind mittlerweile so viele Radlfahrer, dass die Fußgänger eigentlich nicht das wahre Dasein haben. Und jetzt hat der Tourismusverband Meierhofen-Hippach einen Wanderweg neben der Straße gebaut, teilweise mit Brücken, neben dem See, immer den Bach entlang. Und da hat man mir, der heißt Wasserfallweg im Schillertal, meine Heimat, und der heißt Wasserfallweg, und mir hat man zu Ehren zum 50-jährigen Bühnenjubiläum ein Teilstück von 2 Kilometer gewidmet. In meiner Heimat bei meinem Geburtshaus vorbei. Und da steht eine große Tafel, so wie eine Tür, und da ist ein Violinschlüssel oben und ein Foto von mir, wo ich auf der Alm war, ein Schwarz-Weiß-Foto. Und das ist auch eine schöne Ehre, wenn die Einheimischen selber das zu schätzen wissen. Ich habe hier Ansprüche gestellt, da braucht auch keine Ehrungen, aber das ist von Ihnen gekommen. Und da fühlt man sich auch doch bestätigt, dass man vieles richtig gemacht hat. Wenn du in der Heimat was wert bist, dann hast du es geschafft. Ja. Das sage ich immer. Und ich muss sagen, wir können so viel ratschen miteinander. Es gab so viel zu erzählen. Aber ich wünsche mir, dass man gesund bleibt, dass weiterhin für alle Fans Musik macht. Und ich freue mich heute schon auf ein Wiedersehen. Ich würde sagen, lasst uns mit einem anschließen. Auf die Gesundheit, auf die Freundschaft. Und liebe Zuschauer, für Sie geht's weiter mit Musik. Auf geht's, machen Sie mit. Hier sind Sie nochmal. Die Meierhofner. Prost! Müde der Tag, ganz leicht zum Abendroutine. Der Kater vom Nachbarhaus muss sich nach Mäuslein umsehen. Denn ohne Mäuselein ist jeder Kater allein. Er jammert und er miaut, ich lad dich ein. Weißt du, was ich noch fast vergessen hätte? Hm? Wir müssen uns wieder mal bedanken. Wir müssen, wie sich das schon anhört. Wir dürfen. Jawohl, für die zahlreichen Glückwünsche zu unserem Geburtstag. Diana, mir alles Gute zum Geburtstag. Ja, natürlich auch. Du hast mir zwar gratuliert, aber du hast mir kein Geschenk mitgebracht. Bin ich nicht das größte Geschenk? Hallo? Aber ich hätte mich um eine schöne CD gefreut. Tja. Es gibt ja die neue Herzlichst-CD. Hast du die noch nicht? Nein, noch nicht. Das ist ein Fehler. Also ich denke, wenn Sie die nicht zu Hause haben, dann haben Sie auch einen Fehler gemacht. Denn mittlerweile Herzlichst, Sie wünschen, wir spielen mit ganz vielen Künstlern. Volume 3, Ausgabe 3 ist auf dem Markt. Und das sollten Sie sich auf alle Fälle auch selber schenken.
verlieren, wenn auch die Jahre vergehen. Das darf niemals geschehen. Verzeih my love, goodbye my love, wenn ich heute von dir geh. Der Traum geht nie vorbei, my love, halt ihn fest und du wirst sehen. Verzeih my love, goodbye my love, glaube immer fest daran. Unsere Liebe fängt neu an, irgendwo und irgendwann. Verzeih my love, goodbye. Die Sterne, sie strahlten so hell am Himmelszelt, und uns schien, als ob unser Glück vom Himmel fällt. Frei und verliebt und wünschten, dass das nie vergeht. Ich geb alles dafür, für ein Leben mit dir. Verzeih my love, goodbye my love, wenn ich heute von dir geh. Der Traum geht nie vorbei, my love, halt ihn fest und du wirst sehen. Verzeih my love, goodbye, my love, glaube immer fest daran. Unsere Liebe fängt neu an, irgendwo und irgendwann. Verzeih my love, goodbye. Unsere Liebe fängt neu an, irgendwo und irgendwann. Verzeih my love, goodbye. Hier im Berchtesgadener Land, da sind die Leute natürlich auch noch gläubig, streng katholisch. Und wir stehen jetzt sogar vor einer der schönsten Kirchen Bayerns. Ich möchte sogar sagen, die Maria-Germ-Kirche ist ja die Kirche mit dem Blick zum Watzmann. Also es ist schon sehr besonders schön, die Lage, das Ganze. Man hört jetzt auch den Wildbach wieder im Hintergrund rauschen. Und bereits im 16. Jahrhundert ging es los, dass die Menschen hierher pilgerten. Nicht zu dieser Kapelle, die wir gerade im Hintergrund sehen, sondern die war noch wesentlich kleiner und ein bisschen weiter talabwärts. Aber man entschloss sich dann, aufgrund der zahlreichen Pilgerwanderung eine größere Kapelle zu bauen. Und das war dann tatsächlich 1708 die Kapelle, die wir heute hier im Hintergrund sehen. Und es kommen hier viele Menschen her, vielleicht nicht nur gewandert, sondern auch mit dem Auto und starten dann von hier die Wanderung. Denn es gibt zahlreiche tolle Blicke, wie du schon gesagt hast, auf den Watzmann, auf die Kapelle, auch die Almbachklamm ist in der Nähe. Also ein echtes Ausflugsziel, das man abhaken muss, wenn man schon mal hier ist im Berchtesgadener Land. Ich würde sagen, wir sehen jetzt weiter mit Musik und wir beide gehen jetzt ein bisschen Ballfahren. Amen. Tut uns gut. Ich liebe die stille Zeit, wenn Abendfrieden weit und breit. Das Tagwerk, es ist vollbracht und leise kommt die Nacht. Dann höre ich den Gitarrenklang, die Mutter sang. Vergiss auch das Beten nie, in Freud und Leid so mahnte sie. Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein und halte mich Sünde frei. Mein Herz ist klein, es kommt sonst niemand anders rein als du, mein liebes Jesulein. Bei Tag und Nacht
aus mir. Behalt mich von Gefahren frei und steh mir auch in Nöten bei. Schutzengel mein, lass mich nicht Servus, liebe Musikfreunde von Melodie TV. Hier ist euer Stefan aus Elisabethzell vom Hotel Mariendl im wunderschönen Bayerischen Wald. Und wir laden Sie wieder mal ein, bei uns vorbeizuschauen, unter dem Motto Abschalten, Eintauchen, Genießen, ob Wellness, Kulinarisches oder natürlich viel Musik. Und wir, liebe Freunde, haben wieder tolle Verwöhn-Aktionswochen für Sie vorbereitet. Schauen Sie unter www.singenerwirb.de und wir freuen uns jetzt schon besonders auf Sie. Servus! Deine Träume mit mir. Annalena, mein Herz,
Berchtesgaden und Umgebung, das ist unsere Sendung, um die sich heute alles dreht. Liebe Theresa, vorher haben wir dich ja schon mal kennengelernt. Jetzt bin ich froh, dich nochmal da zu haben, denn du weißt ja wirklich vieles, wo der Tourist, wenn er am Anfang herkommt, noch gar keine Ahnung hat. Jetzt bin ich aber vielleicht einfach spontan da. Wo wende ich mich am besten hin? Wo werde ich geholfen? Wo kommen da die ganzen Infos zusammen? Also am besten in einer der örtlichen Touristinformationen, die stehen immer mit Rat und Tat zur Seite, helfen bei der Unterkunftssuche, helfen bei Ausflugstipps, bei Wandervorschlägen. Also die haben wirklich, glaube ich, für jedes Belangen die richtigen Ansprechpartner. Aber es ist ja auch der Eventkalender richtig prall gefüllt bei euch. Wenn man den so durchliest, kommt einiges wieder in den nächsten Wochen. Was steht da alles an? Also jetzt kommendes Wochenende, gleich am Samstag und am Sonntag ist das Salzfest-Wochenende, steht alles unter dem Motto Salz, weil das halt bei uns auch eine große Rolle spielt, direkt im Zentrum von Berchtesgaden. Dann haben wir das Wochenende drauf, glaube ich, also Mitte August ist dann ein 125-jähriges Jubiläum von einem Trachtenverein hier bei uns im Alpenkongress. Und Ende August, was auch wirklich immer ein Highlight ist, ist Berchtesgaden leuchtet, da wird eben der Markt ein bisschen beleuchtet. Und ein letztes Highlight wäre noch Ende September, haben wir ein Bierzelt direkt am Parkplatz Königssee. Oh wow, da geht es dann richtig rund. Apropos Tracht ist gerade schon gefallen, das Thema. Ich glaube, das wird hier in Berchtesgaden auch noch mit echter Überzeugung dran. Und das tragt gefühlt auch jeder, ob groß oder klein, aus ganzem Herzen. Ja, auf alle Fälle. Also wir haben sehr, sehr viele Trachtenvereine bei uns und es ist jeder stolz drauf, die Tracht zum Tragen. Tragt es auch wirklich gern und ich glaube, dass echt fast jeder Einheimische bei irgendeinem Brauchtumsverein dabei ist. Das ist auf alle Fälle schon schön, wenn die Tradition weiterlebt und wenn das jetzt nicht irgendwie ein Schauspiel nur für den Tourismus sein soll, sondern ich glaube, das ist authentisch. Das ist auf alle Fälle authentisch und man kann das auch anschauen. Also die meisten Trachtenvereine haben wöchentlich jetzt in der Hauptsaison auch immer einen Heimatabend, einen Almdanz, wo man hingehen kann und sich das auf alle Fälle nochmal anschauen kann. Also man merkt schon, man hat alles bei euch, man hat viel Natur, man hat Brauchtum, man hat die Menschen, die wirklich so sind. Also es ist kein Schauspiel, sondern es ist Leben pur und drum schauen Sie vorbei hier in schöne Berchtesgadener Land. Liebe Theresa, ich sage schon mal vielen lieben Dank und jetzt muss ich schauen, dass ich mit dem Stefan noch ein paar Punkte von deinen Tipps hier abarbeite. Ja, dann wünsche ich nur einen schönen Aufenthalt bei uns. Danke. Irgendwann in jedem Leben ist ein Wunder mal geschehen und es lässt dich einfach schwebend weitergehen. Denn du spürst es mitten durch die Seele wehen. Heimat entsteht. Für mich ist es geschehen, als ich meine Heimat fand, denn mein Herz fing an zu sehen, Unverstand. Ja, mein Südtirol, das ist mein Heimatland. Auf in meinem Herz.
Heimat entsteht, wo man deutlich verspürt, wie die Wärme der Herzen die Seele berührt, wo das Band tiefer Freundschaft nie mehr vergeht, wo die Herzen zu Hause sind, ist, wo Heimat entsteht. Weißt du, was Romy, hier ist so schön? Hier könnte ich jetzt den ganzen Tag bleiben oder noch viel länger. Ja, das könnte noch ein bisschen eng werden, denn wir zwei haben ja schon wieder einen Termin und Sie können, wenn Sie Lust haben, auch mit dabei sein. Wo sind wir denn? Wiederholung, könnte man sagen. Heidenbach. Ja, genau. 15. August. Richtig, weil es so schön war. Am Feiertag, 15. August, das Volksfest bei freien Eintritt von 11 bis 15 Uhr ist wieder Stimmung pur. Es sind wirklich wieder Granatmusiker mit dabei, von Stefan Micha, Nathalie Lament, dann die Matrosen in Lederhosen schauen vorbei. Du mit deinen Aufdrehern. Und du bist natürlich auch mit dabei. Dabei. Und diese Veranstaltung habe ich ja vom letzten Jahr noch so gut in Erinnerung. So ein tolles Publikum. Das war richtig schön. Volle Hütte. War echt schön, ja. Oder? Und Sie, wie gesagt, können mit dabei sein. Schreiben Sie es im Kalender und hoffentlich sehen wir uns da. Bis dahin ein kleiner musikalischer Vorgeschmack und Musik ab. Hier sind die Matrosen in Lederhosen. Heute gibt's Quellkartoffeln und Party in Saint-Tropez, ich war eingeklemmt in mein Frack. Wir schluckten Shampoos und kauten Kaviar und alle waren voll strack. Sie taten vornehm und waren es gar nicht, die Stimmung war ziemlich mies. Ich saß im Sessel und schnarchte leise und plötzlich träumte ich dies und zwar von Quellkartoffeln und Duck-Duck, Erbsensuppe und Wurst, Pommes frites mit Ketchup und ein Bier für den Durst. Quellkartoffeln und Duck-Duck, Erbsensuppe und Wurst, Pommes frites mit Ketchup und ein Bier für den Durst. Everybody sing! Der Präsident fuhr nach Afrika, bei den Helmuts war er zu Gast. Sie aßen Couscous und Hammelauge, ein Chef hat so seine Last. Bei Hunderumsteak und Katzenfilet, da wurde es ihm langsam schlecht. Er lehnt sich an eine Frau und heulte, was glaubst du, was ich gern möchte? Ich möchte gern Quellkartoffeln und Duck-Duck, Erbsensuppe und Wurst, Pommes frites mit Ketchup und ein Bier für den Durst. Quellkartoffeln und Duck-Duck, Erbsensuppe und Wurst, Pommes frites mit Ketchup und ein Bier für den Durst. Everybody sing! Kartoffeln und Duck-Duck, Erbsensuppe und Wurst, Pommes frites mit Ketchup und ein Bier für den Durst. Und jetzt everybody! Quellkartoffeln und Duck-Duck, Erbsensuppe und Wurst, Pommes frites mit Ketchup und ein Bier für den Durst. Everybody sing! Liebe Musikfreunde, heute freue ich mich riesig, denn heute haben wir in unserer Sendung eine Musiklegende und das möchte ich wirklich sagen, denn es gibt wenig Künstler, die man eigentlich, wenn man den Namen sagt, auch weiß,
das war sein Hit. Da gibt es ganz wenige, lieber Johnny Hill. Wenn ich an dich denke, sage ich Teddybär, Ruf 14. Und ich sage herzlich willkommen in unserer Sendung, herzlichst. Ich darf dich auch ganz herzlich begrüßen und darf natürlich auch unser Publikum begrüßen zu dem netten Gespräch mit dir hoffentlich. Ich freue mich natürlich sehr, dass du da bist, weil ich kenne dich ja schon von Kindesbeinen auf und in meiner Kinderzeit war natürlich dieser Teddybär ein Wahnsinnshit. Wie bist du denn bitte eigentlich gekommen? Das war ein Zufall. Meine Firma hat mir den Auftrag gegeben, damals die RCA, die Firma von Elvis Presley, die hat mir den Auftrag gegeben, die 24 schönsten Hits auf Deutsch zu machen, die von Amerika nach Europa rübergeschwappt sind. Da war dabei Ring of Fire, Detroit City, Green Grass of Home und viele, viele andere. Yellow Rose of Texas, da habe ich teilweise neue Texte dazu gemacht. Und dann habe ich auf einem amerikanischen Album einen Titel gefunden, der hieß Teddy Bear, von einem amerikanischen Sänger mit dem Titel Red, der Sänger hieß Red Sovine, der Titel hieß Teddy Bear. Und das hat mich gepackt. Ich habe nicht alles verstanden, aber es hat mich berührt. Da habe ich mich hingesetzt an einem Sonntagnachmittag in der Lüneburger Heide und habe den Text geschrieben, als wenn mir jemand die Hand geführt hätte. Bin zu meinem Produzenten und Komponisten Hans-Georg Moslehner, habe ihm den Text gegeben, der hat die Musik dazu gemacht. Wir sind zu meinem Direktor von der Schallplattenfirma und habe ihm das vorgespielt, hat gesagt, das ist meine neue Single, weil ich das natürlich dann, wenn du das Album fertig hast oder damals war es die LP, dann gehst du auch zu deinen Freunden und Bekannten und stellst ihnen das vor und haben alle gesagt, das ist ein Hit, das ist ein Hit. Und dann kam ich eben zu meinem Direktor und der hat zu mir gesagt, das als Single, diese Scheiße nur über meine Leiche. Und dann habe aber ich den Vertrag so gehabt, dass ich es bestimmen konnte. Dann haben wir es veröffentlicht im November 1979 und am 1. August war es in Deutschland Nummer 1. Am 1. April 1980 war es Nummer 1. Und dann ist das Lied eigentlich ein Klassiker geworden bis heute. Es wird mich wahrscheinlich überleben. Ich muss ja sagen, wenn man überlegt, 1979, glaube ich, hast du das auf den Markt gebracht und heute kennt es noch jeder. Ich glaube, das geht ja generationsübergreifend, dieses Lied. Es ist zeitlos. Es ist einfach zeitlos. Und wer dich erkennt, du bist ein bisschen Country-lastig, würde ich mal sagen. Du magst so diese Country-Musik sehr gerne. Wie ist eigentlich der Johnny Hill zur Musik überhaupt gekommen? Eigentlich durch Zufall. Ich habe als Junge schon gesungen und habe dann beim Schlagerwettbewerb in Graz mitgemacht. Den habe ich gewonnen. Und dann bin ich nach Innsbruck und habe ich in Innsbruck einen Schlagerwettbewerb gewonnen. Dann habe ich über Umwege meinen Produzenten, den Lothar Olias, den Produzenten von Freddie Quinn, in Hamburg kennengelernt und bin nach Hamburg. Und dann bin ich im Prinzip in Hamburg geblieben, habe mit ihm 2 Jahre zusammengearbeitet, habe aber immer schon, weil ich ja vom Alter her auch ein Kind des Rock'n'Rolls bin, immer schon ein Auge auf die Country-Musik gehabt. Aber die Zeit war nicht reif. Es bedurfte eigentlich erst Truckstop, dass die Zeit oder das Empfinden der Menschen für deutschsprachige Country-Musik geweckt wurde. Und dann habe ich eben 1979 mit Teddy Bear, kann ich ruhig sagen, den Durchbruch geschafft. Und das ist mir gut gelungen. Ich bin der Art von Country-Musik treu geblieben, die ich mag. Das sind die Balladen und die Geschichten. Das ist ohne Cowboy-Hut und ohne Cowboy-Stiefeln und ohne irgendwas dazu, sondern das ist einfach nur einer, der sich der schönen Instrumente der Country-Musik bedient. Bass, Schlagzeug, Gitarre, Klavier. Die Gitarren sind unterschiedlich. Da gibt es die Dobro, die Steel-Gitarre. Und da habe ich natürlich angefangen, mir die Geschichten zu schreiben, ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben gelaufen, habe die Geschichten aufgesaugt und habe dann natürlich zu Hause handwerklich mir die Texte geschrieben, teilweise die Musiken dazu, habe aber auch immer das Glück gehabt, tolle Produzenten zu haben und tolle Komponisten. Country kommt eigentlich aus Amerika. Bist du einer, der sagt, ab und zu muss man nach Amerika fliegen, muss man die Musik ein bisschen inhalieren und neue Ideen sammeln und dann wieder mit neuen Ideen zurückzukommen? Ja, ich war 3-mal in Amerika. Ich war in Nashville. Ich habe ein Album in Nashville gemacht mit dem, kann man ruhig sagen, vielleicht mit einer der besten Studiomusikern der Welt, mit den Musikern von Garth Brooks. Garth Brooks, den kennt man bei uns kaum. Nur die Fachleute kennen ihn. Ist einer der erfolgreichsten Sänger aller Zeiten. Ich glaube, in 3 Jahren 70 Millionen Alben in Amerika verkauft hat, dessen Konzerte in 10 Minuten ausverkauft sind, aber da sind 200.000 und 300.000 Menschen gehen dahin. Aber ich war einmal mit den Musikern von Garth Brooks im Studio und habe ein Album gemacht. Das war sehr interessant und da saugt man natürlich und nimmt schon auf. Und das habe ich auch immer wieder getan. Natürlich schaue ich immer wieder, was sich in Amerika in der Country-Musik tut. Ich muss aber deshalb nicht mehr jedes Jahr da hinüberfahren. Abgesehen davon, vom Alter her
habe ich eh keinen großen Bock mehr, was Gott, was für Reisen zu machen. Aber wenn du gerade das Alter ansprichst, muss ich ja wirklich sagen, liebe Zuschauer, er hat sich hier reinbalanciert. Okay, du bist vom Urlaub gerade gekommen, können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, du, der ist ja fit. Also ich bin hinten nachgehüpft und habe gedacht, oh, wer ist jetzt hier der Jüngere von uns beiden? Auch wenn wir ja Sternzeichen Löwe sind, du hast einen Tag nach mir Geburtstag. Richtig. Am 27. Juli. Genau. Aber ich muss sagen, ich sehe dich heute zum ersten Mal persönlich. Ja. Und ich muss sagen, das hat mir gleich gefallen, weil du gleich deine Frau mitgebracht hast, die Helga und dein Hund. Und hast gleich für Stimmung gesorgt hier und du bist wirklich ein ganz guter. Jetzt muss ich aber sagen, wenn man deine Lieder natürlich kennt und hast du diese Stimme dazu für Balladen natürlich. Du hast schon sehr anspruchsvolle Texte. Schreibst du die selber oder lässt du dir die schreiben? Nein, ich lasse mir auch Texte schreiben. Ich habe tolle Texter gehabt, Herrn Meinunger und viele, viele andere, die auch für mich geschrieben haben, aber die verstanden haben, was ich erzählen will. Ich komme ja von der Schauspielerei, ich wollte eine schöne deutsche Sprache, weil für mich ist die deutsche Sprache die schönste Sprache der Welt, weil sie schon allein meine Muttersprache ist. Ich kann mich damit am besten ausdrücken und wenn ich auf der Bühne stehe oder im Fernsehen, dann verstehen die Leute, was ich ihnen mit meinen Liedern sagen will. Ich versuche immer, positiv zu sein, weil ich selber ein positiver Mensch bin. Ich sehe immer die gute Seite und kriege zwar die schlechte auch mit und auch drauf, aber ich überlebe das und habe es bis heute überlebt. Ich meine, ich kann es ja ruhig sagen, ich bin am 27. Juli 83 Jahre alt. Ich fühle mich gut, natürlich nicht mehr wie 50 oder wie 40, aber immer noch gut. Und meine Geschichten sind eben Geschichten, die berühren soll. Berühren im Sinne von nachdenklich. Teddybär ist eine positive Geschichte, Rosen für Mama ist eine positive Geschichte und auch das Album, das ich gemacht habe, ist eine positive Geschichte. Ich bin mit meiner Frau Helga 59 Jahre verheiratet. Nächstes Jahr haben wir eine diamantene Hochzeit. Das gibt es in der Branche normal gar nicht mehr. Nein, du hast selten. Ein Geheimrezept. Was hast du denn für ein Geheimrezept? Pass auf, das Geheimrezept, suchst du Gold, geh in die Berge. Suchst du Silber, schlag's irgendwo raus. Suchst du den Himmel, dann lies die Bibel. Doch suchst du Liebe, dann geh nach Haus. Das ist das Geheimrezept. Ich finde ein toller Spruch, ein wirklich toller Spruch. Und ich würde sagen, das ist ein Lied von mir. Genau, und weil Musik von dir so schön ist, ich habe da vorhin gesehen, du hast ein Lied, das heißt Allein jede Nacht. Das ist natürlich einmal keine positive Geschichte, aber eine Geschichte, wo ein Mann darüber nachdenkt, warum etwas schiefgegangen ist. Das passiert ja jeden Tag und aus welchen Gründen auch immer. Aber man soll auch das, last but not least, positiv sehen. Weißt du was, Toni, wir reden immer nicht weiter. Wir hören da jetzt mal rein und lassen unsere Zuschauer mit teilhaben. Alles klar. Viel Spaß. Es war wie Magie, wir sahen uns beide nur an. Es war Liebe auf den ersten Blick, heute denk ich mit Wehmut daran. Doch jedes Feuer wird einmal zur Glut, die dann auch irgendwann ganz verglüht. Haben wir beide das übersehen, was mit dir und mir geschieht? Ich weiß nicht mehr, warum mit uns auf einmal nichts mehr lief. Aus einem wunderbaren Sommerhoch wurde ein kaltes Wintertief. Vielleicht war ich verdammt zu stolz, versuchte dich nicht zu verstehen. Ich hab mit dir den besten Freund verloren und ließ dich gehen. Allein jede Nacht denk ich an früher zurück. Haben wir zu hoch gesetzt und verspielten dabei unser Glück. Das Verrückte daran ist, dass mich die Frage total verwirrt. Wer von uns beiden hatte recht und wer hat sich geirrt? Ich weiß nicht mehr, warum mit uns
auf einmal nichts mehr lief. Aus einem wunderbaren Sommerhoch wurde ein kaltes Wintertief. Vielleicht war ich verdammt zu stolz, versuchte dich nicht zu verstehen. Ich hab mit dir den besten Freund verloren und ließ dich gehen. Vielleicht war ich verdammt zu stolz, versuchte dich nicht zu verstehen. Ich hab mit dir den besten Freund verloren und ließ dich gehen. Allein jede Nacht ein tolles Lied, muss ich ehrlich sagen. Jetzt müssen wir mal auf dich ein bisschen zurückgehen. Du kommst eigentlich aus Graz. Richtig. Eine tolle Heimat, muss man natürlich sagen. Danke. Der beste Sauvignon Blanc, finde ich, kommt aus Graz. Und ich muss dir noch eins sagen, du bist aber in der Schweiz jetzt zu Hause? Ja. Bist du denn da gekommen, wegen der Liebe oder wegen der Arbeit? Oder? Nein, vor 25 Jahren wollten mein Manager und ich, der ist Wassersportler, der wollte an den Bodensee und da sind wir da runter und haben wir gesucht und dann haben wir das Richtige halt in der Schweiz gefunden. Und da sind wir beide in der Schweiz geblieben und jetzt bin ich 25 Jahre im Thurgau, bin 10 Kilometer von Konstanz weg, bin eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde von Vorarlberg weg und auch nicht weit nach Innsbruck, 2,5 bis 3 Stunden, also ist alles gut, alles wunderbar. Jetzt muss man mal ein bisschen was verraten, wenn man natürlich das Glück hat, so wie du, einen wirklich, ich möchte fast sagen, einen Welthit zu haben mit Teddybär, hat man dann irgendwie dieses Bedürfnis, immer nachzueifern, wieder einen Hit zu haben? Oder ist es für dich wichtig, dass du einfach ein schönes Lied zum Präsentieren hast, was vom Herzen rauskommt? Oder? Also das hatten wir natürlich nach Teddybär. Das ist immer so. Du hast einen Riesenerfolg, willst das wiederholen, aber nach Teddybär ist mir und meinem Produzenten einmal schon gar nichts eingefallen. Und dann, 2 Jahre später, kam Rosen für Mama, aber da war dieser Hype schon ein bisschen abgeschwächt von Teddybär. Heute, muss ich dir sagen, will ich schöne Lieder schreiben, will Menschen berühren, will über die Lieder meinem Publikum Dankeschön sagen, wenn es passt, aber natürlich auch meiner Frau, die mit mir durch dick und dünn gegangen ist. Denn so ein Leben ist ja nicht nur immer bergauf, das ging rauf, runter und sie hat das alles mitgemacht. Mit 2 Kindern, gut, die sind aus dem Haus, aber immerhin noch ein Hund da, also meine Frau. Das ist ein Album, das ich geschrieben habe. Das ist in erster Linie auch ein kleines Dankeschön an Sie. Was ich auch vorher schon hatte in anderen Liedern, wo ich über die Beziehung mit meiner Frau geschrieben habe. Das ist ja ganz logisch. Ich kann ja nicht über andere Mädels schreiben, wenn ich zu Hause eine Ehefrau habe. Aber man muss jetzt nochmal eine ganz andere Frage auch stellen. Wenn man so diesen Teddybär mal geschrieben hat oder gesungen hat, sehr erfolgreich war, ist dann irgendwann einmal nach 20, 30, 40 Jahren, wenn man sagt, ich kann das Lied nicht mehr hören, nein, überhaupt nicht. Also das bist einfach du? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, weißt du, wenn ich, das Geheimnis ist ja das Konzert, das in erster Linie. Du bist im Konzert, dann warten sie alle auf Teddybär, dann kriegen sie die anderen Lieder alle, dann hören sie Rosen für Mama, dann hören sie, bitte treten Sie zurück, ist auch eine tolle Geschichte, die wir auch verfilmt haben. Und dann zum Schluss kriegen sie Teddybär. Und genau das ist das, wo dann die Leute auch zufrieden und glücklich nach Hause gehen. Die werden vorbereitet, in dem ganzen Konzert entstehen und dann kommt Teddybär zum Schluss. Und da habe ich überhaupt keine Probleme. Das kannst du mich in der Nacht antippen. Ich war seit fast 8 Stunden schon auf der Autobahn, war ganz kurz vor meinem Ziel und hielt mich. Das geht wie eine Maschine. Lass uns ein bisschen über deine neue CD sprechen. Ja. Weil ich muss sagen, allein der Titel sagt, wer vermisst mich, wenn ich gehe. Das ist ja ein Text, wo man schon mit drüber nachdenken muss. Was hat er sich da gedacht? Ich glaube, du hast ja die CD ungefähr vor einem Jahr rausgebracht. Das war in diese Corona-Zeit eigentlich. Die war ideal für mich. Jetzt muss ich sagen, natürlich, ich habe natürlich auch Corona gehabt. Meine Frau hat auch Corona gehabt. Aber die Zeit des Nichtstuns, des Nicht-Rausgehen, des keine Konzerte geben, war ideal, um einmal zu reflektieren, was war wichtig in meinem Leben, was war nicht wichtig, was hat eine Bedeutung, was hat keine Bedeutung. Und natürlich denkt man mit 80 Jahren, da war ich ja gerade mal knapp 80 drüber, denkt man schon darüber nach, dass es irgendwann vorbei ist. Das ist aber nicht schlimm. Das ist ja, das trifft ja alles. Das trifft ja nicht nur mich. Das ist, es gibt da nichts. Muss ich jetzt aber Einspruch machen, weil ich sagte eins, was ich festgestellt habe die letzte Zeit, die Alten sind noch jung.
Aber die Jungen sind alt, das ist unser Problem, mein lieber Freund. Da bin ich genau deiner Meinung. Oder? Da bin ich genau deiner Meinung. Genau das bin ich deiner Meinung. Und darum habe ich auch solche Lieder. Und das, was du jetzt gesagt hast, kommt auch in einem Lied vor. Und dieses Lied heißt, das kann ich dir, spielen wir jetzt nicht, aber ich sage ja, das Lied heißt, aber ich glaube an dich. Da kommt genau das vor. Die Jungen sind alt und die Alten sind jung. Und das ist Gott sei Dank. Und so jetzt zu der CD. Ich habe mich also hingesetzt und habe mir Lieder rausgesucht, die ich schon vorher geschrieben hatte, Lieder, die ich neu geschrieben habe. Und daraus ist dieses Album entstanden. Und da sind eben Lieder drauf. Da ist zum Beispiel auch ein Lied drauf, denn es gibt nichts mehr, was ich machen muss. Ja, ich muss nichts mehr machen. Ich kann doch was machen und ich mache doch gern was. Aber das Wort gern ist wichtig. Solange das Wort gern dabei ist, mache ich noch was. Wenn das nicht mehr dabei ist, dann kann ich mich auch zur Ruhe setzen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Musiker in Rente gehen. Ein Musiker oder ein Sänger, wie soll der in Rente gehen? Der hat zu Hause immer ein Instrument. Ich habe eine Gitarre, ich bin zwar kein großer Gitarrist, aber ich kann zumindest so viel, dass ich Lieder komponieren kann. Du hast ja als Schauspieler mal begonnen, glaube ich, oder? Man hat dich dann als Schauspieler, als Sänger entdeckt, oder wie war das? Nein, ich hab die Schauspielschule gemacht in Graz, habe dann mit einem Bauerntheater bin ich von Kärnten aus in die Schweiz gefahren, habe 3 Monate einen jugendlichen Liebhaber im Bauerntheater gespielt, im verkauften Großvater und so weiter. Habe dann durch Zufall, ich kürze das jetzt ab, habe dann durch Zufall 3 Filme gedreht, habe aber dann erkannt, dass das nicht mein Ding ist und bin dann nach Tirol gekommen, weil mein Vater in Tirol war. Und der hat mich gebraucht, weil er einen kaputten Rücken hatte. Und so bin ich nach Innsbruck gekommen, da habe ich meine Frau kennengelernt. Und alles andere ist eh schon bekannt. Ich habe sie geheiratet, wir haben 2 Kinder, jetzt haben wir einen Hund und so weiter und so fort. Das Schicksal wollte es so. Genau. Und ich muss dir sagen, deine CD, was du jetzt so herausgebracht hast, sind es eher ruhige Lieder? Sind es ein bisschen temperamentvolle Lieder? Nein, es sind ruhige Lieder. Es sind schon Lieder zum Nachdenken. Es ist natürlich auch einmal eins dabei, wie das erste, du warst für mich die erste Wahl. Das ist schon ein bisschen eine Abkehrnummer, ein bisschen eine flotte Nummer. Das hat ja, das Wichtigste ist bei mir der Text. Der ist das, was mein Anliegen ist, meine Texte meinem Publikum zu präsentieren. Die Musik ist dann zweitrangig, weil mein Weg ist der, ich mache zuerst den Text und dann macht jemand oder ich die Musik dazu. Es gibt viele Komponisten und Texter, wo das umgekehrt ist, wo die zuerst die Musik machen und dann kommt ein Texter. Jeder macht das anders. Ich mache das so. Deshalb ist für mich immer der Text entscheidend. Und wenn du das durchlässt, es geht nur um dich und mich, Freunde, Liebe, Abenteuer, darum lehn dich einfach bei mir an. Das sind alles Titel, die einmal ein bisschen schneller, einmal ein bisschen langsamer, einmal ein bisschen besinnlicher und einmal auch ein bisschen fröhlicher und frecher. Etwas beginnt, etwas zerrinnt, ist auch ein sehr nachdenklicher Titel. Oder, was soll ich da noch sagen? Wie ist es bei dir so? Klopft einer Nacht so das Lied an und sagt, hallo Johnny, hier bin ich, schreibe mich oder ich bin morgen wieder weg? Oder woher kommen die Ideen? Nein, die kommen urplötzlich. Dann gibt es ja heute mittlerweile das Handy, kann man es draufschreiben. Früher habe ich es auf einen Zettel Papier geschrieben, wenn mir in der Nacht was einfällt, was es auch gibt, dass mir eine Zeile einfällt, eine Geschichte oder mir denkt, daraus könntest du ein Lied machen. Denn so, das erste ist ja die Idee. Das zweite ist dann die Zeile, wie das Lied heißen soll. Und das Wichtigste ist natürlich dann die Geschichte. Und das ist schon sehr viel Handwerk auch. Darfst du nicht vergessen, da musst du dich hinsetzen, da musst du schauen, dass es sich reimt, dass es rhythmisch ist, dass die Reime, die müssen ja nicht immer Herz, Schmerz sein, es gibt ja 1000 andere Reime, aber auch der ist möglich. Warum nicht? Das ist in der Schlagermusik auch nicht anders, in der Popmusik auch nicht anders, in Amerika nicht anders. Es muss sich immer ein bisschen reimen. Dann ist auch der Zwang des Zuhörers da, zuzuhören, auf den nächsten Reim zu warten. Das ist das Geheimnis der populären Musik. Ich muss dir eins sagen, es ist so schön, dir zuzuhören, wenn du aus deinem Leben ein bisschen plauderst und so. Und ich finde auch, diese CD ist sehr schön gelungen, auch vom Cover her und so. Komplimente haben wir an unsere Plattenfirma MCB, die das immer sehr viel Liebe da reinstecken, die das sehr gut machen. Aber ich würde sagen, unsere Zuschauer, die wollen wir verwöhnen, lieber Johnny, mit dem Lied, sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe. Und heißt, auch wenn wir heute wieder auseinandergehen, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Das hat mich echt super gefreut, dich kennenzulernen. Ich würde sagen, lass uns mal auf die Gesundheit noch anstoßen, auf deine Musik. Und tu mir ja nicht rasten, denn der rostet heißt immer. Und bleib, wie du bist. Und ich freue mich jetzt mit Ihnen, liebe Zuschauer, auf einen wunderschönen Titel. Viel Spaß. Der Wind bläst eisig kalt und draußen liegt schon Schnee.
sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Ganz langsam wird man alt, auch ich weiß, wo ich steh. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Sag, wer vermisst mich, wenn ich irgendwann mal geh? Wenn ich diese wunderbare Welt von oben seh, schon der Gedanke, er tut so weh. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Mein Leben war sehr bunt, zu Haus und auf Tournee. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Bald gehen die Lichter aus im Lebensvarieté. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Sag, wer vermisst mich, wenn ich irgendwann mal geh? Wenn ich diese wunderbare Welt von oben seh, schon der Gedanke, er tut so weh. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Die Zeit, sie bleibt nicht stehen, wir kommen und wir gehen. Ich habe nur an dich gedacht, ich hab's für dich gemacht, gekämpft bei Tag und Nacht. Sag, hab ich dir ein wenig Glück gebracht? Sag, wer vermisst mich, wenn ich irgendwann mal geh? Wenn ich diese wunderbare Welt von oben seh, schon der Gedanke, er tut so weh. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Weißt du, Romy, Wasser ist schon was Besonderes, oder? Auf alle Fälle. Also ich liebe ja Wasser und noch mehr liebe ich es, auf Kreuzfahrt zu gehen. Da gibt es nämlich ganz viel Wasser und ganz viele tolle Künstler. Die Schlagerkreuzfahrt steht fast schon vor der Tür. Ich weiß Bescheid, 7. bis 14. Oktober, da heißt es wieder Party pur mit vielen guten Freunden. Wir beide sind mit dabei und... Ja, viele, viele mehr. Also einen möchte ich auf alle Fälle nennen. Vor kurzem war ich mit ihm wieder auf der Bühne, Bata Illitsch. Und was soll ich sagen, mit diesem Alter ist es ein... Ja, ein Jungspund könnte man sagen, der rockt da richtig ab und es macht so Spaß mit ihm. Der ist mit dabei, aber auch viele andere. Wer alles ganz genau, wo es hingeht, das erfahren Sie jetzt in unserem kurzen Clip für Sie. Buchen Sie jetzt das ultimative Schlagererlebnis auf hoher See. Schlagerkreuzfahrt.net lädt Sie zur großen Schlagerreise 2023 vom 7. bis 14. Oktober auf die Costa Deliciosa ein. Erleben Sie das totale Schlagerfeeling mit vielen Ihrer Lieblingsstars. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen unter anderem Claudia Jung, Patrick Lindner, Nathalie Lament, Stefan Mecher, Anna-Karina Wojcik, Romy Kirsch, die Muntermacher, Stefan Dietl und die Aufdreher, Romy, Stefan Moss und viele andere.
Auch das Team von Melodie TV und Herzlichst werden diese Traumreise begleiten. Genießen Sie bezaubernde Destinationen wie Split, Santorin, Athen und Piräus, Dubrovnik und Venedig. Haben wir Sie jetzt begeistern können? Dann buchen Sie noch heute unter www.schlagerkreuzfahrt.net Ihre Traumreise 2023 mit Ihren Lieblingskünstlern. Wir freuen uns auf erholsame Tage mit Ihnen an Bord der Costa Deliciosa. Ein Sommerwind weht durch dein schwarzes Haar. Dein heißer Blick sagt mir leise Ja. Es klingen spanische Gitarren. Vergessen, wo wir gestern waren. Wenn über Meer die Sonne rot versinkt, von Herz zu Herz ein Funke überspringt, dann zieht es uns an einen Ort, in diesem kleinen Fischerdorf. Café Volant, Traum am Strand, siehst du sie noch, die Spuren im Sand? Café Volant, uns geht's gut, Vino im Glas, Amor im Blut. Hier begann das Glück von uns beiden und ewig soll es auch so bleiben. Du hältst zärtlich meine Hand, Café Volant, Traum am Strand. Was nützt es, wenn sich zwei die Liebe schwören und doch nicht in dieselbe Welt gehören? Davor hatte ich am Anfang Angst, die du mir so einfach nahmst. Die Wellen spielen leis ein Liebeslied. Wir spüren es, dass es nur Sehnsucht gibt. Der Südwind flüstert jedes Jahr. Willkommen in Café Volant, Traum am Strand, siehst du sie noch, die Spuren im Sand? Café Volant, uns geht's gut, Vino im Glas, Amor im Blut. Hier begann das Glück von uns beiden und ewig soll es auch so bleiben. Du hältst zärtlich meine Hand, Café Volant, Traum am Strand. Liebe Zuschauer, leider heißt es jetzt Servus von unserem wunderschönen Streifzug durchs Berchtesgadener Land. Wir verabschieden uns jetzt von der höchstgelegensten Panoramastraße Deutschlands, genau vom Rossfeld. Und wenn Sie mal in dieser Gegend unterwegs sind, schauen Sie da hoch. Sie werden belohnt von einem atemberaubenden Blick über die Alpen. Und eins muss man schon sagen, Romy, man könnte ja noch viel mehr anschauen, ob die Wimbachklamm, ob das Kehlsteinhaus und. Wir beide brauchen leider immer dazu eine Drehgenehmigung, aber das brauchen Sie nicht. Darum schauen Sie mal vorbei und bis wir uns dann wieder sehen, freuen uns drauf und wir beide sagen jetzt Servus, die liebe Romy und der Stefan. So schaut's aus. Für Sie ist uns kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit und deshalb freuen wir uns schon auf eine neue Ausgabe im September. Und da begrüßen wir einen Stargast, den möchten wir Ihnen jetzt schon musikalisch ein bisschen nahe führen. Er ist natürlich bekannt, viele Jahre steht er schon auf der Bühne und wir freuen uns jetzt auf seinen neuen Titel Dolomitengold. Viel Spaß! War das schönste aller Mädchen, war in den Bergen hier daheim, in Mitte.
inmitten all der kargen Gipfel war sie der pure Sonnenschein. Sie lebte in der kleinen Hütte, die Armut hat sie nie gestört. Und Burschen, die sie stolz umwarben, hat sie den Rücken zugekehrt. Doch eines Tages war sie fort, ging ohne Abschiedsbrief. Ein ganzes Tal suchte nach ihr, war es der Himmel, der sie rief. Dolomitengold, hat der Herrgott das vielleicht sogar gewollt, dass die Sonne, wenn sie alles überstrahlt, ein Mädchen lächelnd auf die Felsen malt. Dolomitengold, weil die Erinnerung nie mehr vergehen soll, hat die Sonne dieses Wunderwerk vollbracht, dass das Mädchen unsterblich macht. Sie lebt weiter in den Herzen, über sie wird viel erzählt. Schon vor über 100 Jahren hat sie den Abschied selbst gewählt. Sie hat die Mutter früh verloren, hat sehr viel um sie geweint. Vielleicht war es ihr Wille, dass sie das Schicksal sehr bald vereint. Es weiß kein Mensch, wie es geschah, es fehlt auch das Warum. Sie war so unbeschreiblich schön und zudem auch noch ziemlich jung. Dolomitengold, hat der Herrgott das vielleicht sogar gewollt, dass die Sonne, wenn sie alles überstrahlt, ein Mädchen lächelnd auf die Felsen malt. Dolomitengold, weil die Erinnerung nie mehr vergehen soll, hat die Sonne dieses Wunderwerk vollbracht, dass das Mädchen unsterblich macht. Dolomitengold, hat der Herrgott das vielleicht sogar gewollt, dass die Sonne, wenn sie alles überstrahlt, ein Mädchen lächelnd auf die Felsen malt. Dolomitengold, weil die Erinnerung nie mehr vergehen soll, hat die Sonne dieses Wunderwerk vollbracht, dass das Mädchen unsterblich